Und wir begeben uns natürlich jetzt auch auf die Suche nach diesen wundersamen Stop-and-Swap-Eiern und dem Eisschlüssel. Ja, in verschiedenen Welten sind die jetzt zu finden. Man hat am Anfang bei Eingabe des Codes in dieser Sandburg ja gesehen, wo sie zu finden sind. Und einer ist ja schon hier ganz in der Nähe. Ah. Und zwar hat sich da hinten eine Tür geöffnet. Wir wollen hier natürlich mal schnell hin. Oh nein, das ist voll auf dem Weg hier. Geh weg. Extra Leben, extra Leben. ja, genau. Obwohl tatsächlich meine Leben ausreichen. Wir betreten nun den geheimen Eingang. Ganz mystisch. Und das ist eine Musik, die mir bisher noch nicht bekannt war, da das auch das erste Mal für mich ist, dieses wundersame Ei hier zu holen. Oh, auch ein bisschen mit Aufwand verbunden. Anscheinend nicht so leicht, dass man einfach nur hin springt und es sich holen kann. Man muss hier natürlich auch, wie man es schon kennt, von Click Clock Wood oder allgemein hier einen Baumstamm oder einen Stein. Erklimmen. Ach komm schon. Es ist ein endloser Stein. So. Yay, geschafft. Ich habe schon fast gezweifelt. Und oh, das erste Ei, das wir somit jetzt gefunden haben. Da wird es auch nochmal schön erklärt, was damit passiert. Ja. Also das erste Ei haben wir gefunden. Jetzt können wir uns weiter zur nächsten Welt machen. Und zwar... Oh. Gobi's Valley würde ich vorschlagen. Also wir können es auch gerne in der Reihenfolge der Codes, die ich eingegeben habe, holen. Gehen wir weg. Gehen wir wieder vergessen. Ich dachte, dass es an dieser Hand kommt. Hey, die Witzke hatte das echt gesagt. Nett. Ups, ich habe kurz nicht hingeguckt. Sorry. Ja, wobei, ich hätte auch anders laufen können. Aber Kesselsprünge sind immer noch der Hit der Renner. Kesselreisen kann ich sehr empfehlen. Fast so cool wie mit Flohpulver zu reisen. Und zwar, ja, jetzt nochmal, würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Es war eine Quizfrage, und zwar, was dieser Trunks hier auf dem Schädel hat. Trunker. Oh, das ist tatsächlich ein Hut. Oh man, ich habe das so lange nicht erkannt, weil ja oben drüber noch die komischen Blätter da, diese Palme rausragen. Und ich dachte, das wäre eben diese Perücke, die er aufhat, also so eine Pflanzenperücke. Ach, keine Ahnung. Ja, egal. Also ja, er hat so einen tollen Hut auf. Wollen wir... Ja, wir warten.
Aber der macht so mega Umwege. Da fliegt er erst da hinten hin und dann doch da hoch, runter. Dann kann er sich nicht entscheiden und verbrennt sich fast den Teppich. Kommt doch noch bei uns vorbei. Ja, dieser Teppich ist schon ein Highlight. Gut. Wir sind beim zweiten Fundort des nächsten Eis angelangt. Diese beiden Eier sind übrigens auch angezeigt worden vorher, also von Mumbo, der hat uns eben den Ort gezeigt, dass es hier eins gibt, aber nicht wie man hinkommt. Auf der N64-Version hat das zwar auch geklappt, also beziehungsweise man konnte die Eier finden, jedoch war dies nicht übertragbar auf das nächste Spiel, weil wie auch, weil es war ein Modul und die, also gut, die Konsole konnte sich schon innerhalb, also 30 Sekunden so Spielstände merken, aber 30 Sekunden und dann ins nächste übertragen, es hat dann doch nicht so funktioniert, aber jetzt eben auf der Xbox funktioniert es dann doch eben, dass man das spieleübergreifend dann benutzen kann. Wir gehen jetzt weiter und zwar zum Fizzy Peak in Wozars Höhle und suchen den Eisschlüssel. Also praktisch die zwei Eier, die ich gerade gefunden habe und der Eisschlüssel sind übrigens wirklich auch in das N64-Modul von Banjo-Tooie eingebaut. Kann man da finden, ohne dass man vorher im Vorgängerspiel Banjo-Kazooie das eben... Jetzt bin ich falsch gegangen. Vor lauter Reden. Also man konnte die im Banjo-Tooie finden und dann auch verwenden. Dafür gab es was und jetzt hat eben bei der Xbox 360-Version haben sie für diese anderen Eier, die man in diesen Spielen auch finden kann, dann auch noch eine Verwendung mit eingebaut. Aber es ist interessant, weil wenn ich das übertrage, ob ich dann die anderen trotzdem finde. Also wenn die, die es eben doch im Spiel Banjo-Tooie gibt. War das jetzt verwirrend? Ich zeige es euch am besten dann. Weil der... Ja, das werde ich ja auch noch spielen. Auf jeden Fall. 100 Pro. So, wir belästigen natürlich jetzt das Walross mal wieder. Und die Schneemänner belästigen uns. Na toll. Ja, ich fand die Welten noch so toll. Die waren so, also die waren echt klein, übersichtlich und aber fein. Also praktisch, da war jeder Zentimeter ausgenutzt und man konnte überall was entdecken. Ich fand das wirklich wunderbar. Ein Spiel, das echt, man ist lange dran gesessen, wenn man die ganzen Geheimnisse nicht weiß. Ja, den Ninjo habe ich schon, Ginyo habe ich schon geholt. Das war die Nervensäge, die er angesprochen hat. Und jetzt der legendäre Eisschlüssel. Oh, ich habe ihn schon so geholt. Gut, dass ich zuerst in die Sahara-Welt gegangen bin und dann in die Eiswelt. Sonst wäre mir der Eisschlüssel geschmolzen. Ja, dann geht es jetzt weiter zu Mad Monster Manson. Oh, ich darf nicht mitsingen, Entschuldigung. Bei mir kommt die Melodie verspätet an. Oh nein, ich bin falsch. Oder? Da muss ich hin. Weil sonst kommt es so vor, also wenn ich jetzt zwar die Musik mitsinge. Ja, es kommt halt einfach verzögert an. Was sage ich denn? Es tut mir echt leid, dass ich dauernd ein bisschen mitsingen will oder mitsummen oder in die Richtung einfach irgendwie die Zeit dahin. Wenn ich hier sterbe, es tut mir leid. Denkt euch nichts.
Genau, denkt euch einfach dann auch nichts dabei. Das kann schon das ein oder andere Mal vorkommen. Aber es hat doch ganz gut geklappt. Hier gibt es übrigens gleich zwei Eier zu entdecken, und zwar einmal mit dem tollen Passwort, wie war das? Don't tell her to the secret is in the im Keller. Cellar. Hier praktisch. Da konnte man sich erinnern, da gab es ein Fass mit einem X, und dieses X war hier gleich rechts, und das ist jetzt weg. Okay. Und ich kann hier rein und das hellblaue Ei finden. Wahnsinn, Wahnsinn, wie cool ist das denn? Läuft ja wie am Schnürchen. So, wo ist das nächste? Ich glaube, da muss ich oben zu Logger, zu unserem Freund, dem Klo. Oh. Weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, dann auch nicht. Benjo, du bist so talentiert. Sag ich an der Spielfigur, die ich steuere, gell? Also das ist dann schon wieder... wo war der denn? Schätzungsweise muss er hier irgendwo gewesen sein, weil ich muss mit dem Kürbis ja auch hinkommen. Ja, genau die andere Seite. Das heißt, er muss in diesem Stockwerk sein. Oh. Hey, wo ist er jetzt hin? Einfach wieder abgehauen, oder wie? Oh, der ist so süß. Oh, oh, oh. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, Entschuldigung. Ja. Nochmal die Musik. Wir sammeln das... Muss da hoch. Das grüne Ei. Und sind somit auch in dieser Welt fertig. Was muss denn eigentlich dann geschehen? Speichert das automatisch oder muss ich dann noch was tun? Nicht, dass ich jetzt alles einsammle, dann schalte ich aus und dann kann ich alles nochmal machen. Das wäre echt dämlich. Und ich weiß schon, was ich morgen auf dem Weg zur Arbeit machen werde. Und zwar den Soundtrack dieses wunderbaren Spieles anhören. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Diese Passagen mit unten Lava und Runterfallgefahr gibt es im nächsten Spiel noch öfter. Wo müssen wir jetzt hin? Rusty Bucket Bay war, glaube ich. Genau, da war auch noch was. Ja, gehen wir mal zu Fuß. Ich finde die Farbe übrigens ziemlich schön. Also dieses Blau passt wunderbar. Hey, hör mal auf. Gut, gehen wir zu dem. Ja, das Blau passt nämlich wunderbar zu dem Orange, was er da hinten hat. Oder umgekehrt. Farblich, optisch, modisch, sehr korrekt, finde ich echt gut. Also bei Shopping Queen würde ich da ganze 5 Punkte geben. Im Moment, was ist denn das höchste 10? Jetzt habe ich verraten, dass ich sowas nicht gucke, ne? Aber die Höchstpunktzahl, also gefällt mir wirklich sehr gut. Und Rusty Bucket Bay ist hier durch. Und zwar muss ich hier durch ein Fenster springen. Zuerst muss das Fenster zerspringen und dann springe ich rein. Das war in der Kajüte, oder? Und die war auf der anderen Seite. Oder? Hier war das. Woo!
Ein riesiges rotes Ei schläft im Bett. Klasse! So, und das letzte Ei wird dann bei Napnat sein, im Winter, auf dem Tisch liegen. Oh nein! Oh. Lol. Na, das klappt jetzt ganz gut, oder? Ah, oh, ich bin James Bond, nee, oder was? Ein Ninja, oder ein Turtle. Nee, was ist denn toll? Power Ranger, irgend sowas, ne? Naja, eher so wie ein Ninja Turtle. Bam. Hier erwartet uns jetzt das letzte, das allerletzte Fragezeichen-Ei. Und wir machen es uns, glaube ich, ganz leicht und fliegen einfach hin, weil einfach länger, also in die Länge ziehen wollen wir es ja dann doch nicht. Oh! Wie nett. Noch so kurz so für zum Schluss ein Mumbuschädel. Und schon sind. Wow. Wir gleich. Wollten wir auch noch einen Buschel brauchen. Sind wir bei Napnat daheim. Und machen ihm mal wieder das Fenster kaputt. Damit er ja erfroren ist dann. Aber schon. Oh, ist das so süß. Oh Gott, ist das putzig. Ich möchte auch ein rosa Eichhörnchen. Oh. So. Das gelbe Ei. Meine Damen und Herren, wir haben alle gefunden. Also kann ich sie vielleicht doch nur in Staubelocker benutzen? Wegzuräumen. Also was muss ich denn jetzt tun? Wir gucken mal in die Statistik. Also wir haben, ja, alles gefunden. Sieht gut aus. Von den Erfolgen her gucke ich auch nochmal schnell. Oh. Ist das plump. Aber 12 von 12, das hört sich super an. Ja. Somit haben wir das Spiel hier auch komplettiert. Eben hier zuletzt mit dem Puzzle Maker gerade noch getan. Ja. Ach, und hier, es gibt hier ja auch Bestenlisten. Genau, die wurden ja deaktiviert. Gamertag. Okay, das heißt, ich war hier nicht gerade sehr erfolgreich. Ach so, wegen der Zeit. Aha, wegen der Zeit. Okay, das ist immer so. Es geht also praktisch auch noch schneller. Ah ja, ah ja, ja. Ja, natürlich. Ich habe mir jetzt auch ein Zeit gelassen. Nein, wirklich. Aber wieso stehe ich da nur alleine? Was ist mit dem? Ach, weil ja deaktiviert wurde. Oder so, oder? Nee, das Spiel geht wirklich schneller. Beziehungsweise ich wollte jetzt das hier nicht in eine Art Speed ran bringen. Sondern es doch eher anschaulich für den Stream machen. Aber schön, so viele Leute haben das schon gespielt. Freut mich. Das ist ein wirklich sehr schönes Spiel. Gut, wie kriege ich jetzt die Eier rüber? Passiert das automatisch, Leute?
Ich hoffe doch. Ja. Oder ich gehe vielleicht nochmal. Wenn ich Spiel verlassen mache, dann speichere ich es doch automatisch, oder? Oder ich sammle unten diesen Umbumumbo-Dings da und dann ist es gespeichert. Oh, oder auch nicht. Okay. Noch zum Schluss eine Schlittenfahrt? Ja. Okay, nee, ich würde einfach vorschlagen, wir machen hier, drücken auf Start und verlassen das Spiel und hoffen einfach, dass die Eier dann, dann im nächsten Spiel noch vorhanden sein werden. Ja, das tue ich jetzt einfach mal. Also ich hoffe, wir sehen uns auch dann im nächsten Spiel, dass ihr dann wieder einschaltet. Und zwar bei Banjo-Tooie. Folgt auf jeden Fall die nächsten Tage, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Let's Play hier und ja, wir sehen uns.